Der Luchs ist neben dem im Kaukasus vorkommenden persischen Leoparden die größte Katze Europas. Früher war er in ganz Europa weit verbreitet. Heute findet man ihn nur in wenigen Gebieten, denn seine Vorkommen sind stark zerstückelt. Mehr über den Luchs erfahrt ihr hier in diesem Video. Hallo, ich bin die Karin. Und ich bin der Michi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute im Tiergarten Schönbrunn in Wien vor dem Luchsgehege. Der Luchs ist die größte Katze in Österreich. Aber wie schaut ein Luchs eigentlich aus und welche besonderen Fähigkeiten hat er? Eine besondere Fähigkeit des Luchses ist, dass er besonders gut hört. Luchse hören zum Beispiel das Rascheln einer Maus aus über 60 Meter Entfernung. Dabei hilft ihnen, dass sie ihre Ohren unabhängig voneinander drehen können. Für den Luchs auch ganz typisch sind die langen Ohrpinsel. Wofür die Luchse diese haben, ist aber bis heute nicht endgültig erforscht. Vermutlich wirken sie wie Antennen, mit dessen Hilfe der Luchs besser hört. Andere Forscherinnen glauben, dass Luchse sich mit Hilfe der Pinselohren untereinander unterhalten können. Und Luchse können auch unglaublich gut riechen. Allein am Geruch erkennen sie ihre Beute auf 300 Meter Entfernung. Außerdem können Luchse nahezu lautlos durch den Wald schleichen und ihr Fell wirkt im Gebüsch wie ein super Tarnanzug. Ein Luchs wird etwa so groß wie ein Schäferhund und ca. 20 bis 30 Kilo schwer. Er ist ein reiner Fleischfresser und sein Revier ist zwischen 50 und 400 Quadratkilometer groß. Das heißt, ein Luchs beansprucht ein Gebiet bis zu einer Größe der Stadt Wien. Früher lebte der Luchs auf dem ganzen europäischen Festland und auch in Österreich war er weit verbreitet. Von den Menschen allerdings als Räuber und Nahrungskonkurrent gesehen, der Wildjagd, wurde er später, wie auch der Wolf und der Bär, erbarmungslos gejagt. Am Ende des 19. Jahrhunderts galt er in Mitteleuropa dann schließlich als ausgerottet. In Österreich wurde der Luchs 1892 ausgerottet. In großen Teilen Nord-, Ost- und Südeuropas konnte er allerdings überleben. Heute kehrt der Luchs langsam in seinen ursprünglichen Lebensraum zurück. Seit rund 50 Jahren versucht man durch Wiederansiedlungen den Luchs in vielen Ländern, so auch in Österreich, wieder heimisch zu machen. Zusätzlich wanderten immer wieder einzelne Tiere aus Nachbarländern ein. Und so leben heute wieder einige Luchse in Österreich. Doch die Waldkatzen zählen immer noch zu den seltensten Säugetieren des Landes. Warum ist das so? Es gibt erstens immer noch zu wenige Luchse in Österreich und die, die hier leben, sind zu weit voneinander entfernt. Dadurch können sich die Luchse nicht begegnen, um sich zu vermehren und so für genügend Nachwuchs zu sorgen. Luchse brauchen nämlich große, zusammenhängende Waldgebiete, in denen sie ungestört leben, jagen und sich fortpflanzen können. Heute gibt es aber wenig naturnahe Wälder und diese sind auch noch weit voneinander entfernt und meist durch Äcker, Straßen, Dörfer und Städte zerteilt. Menschliche Siedlungen, Autobahnen und intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen wirken für den Luchs dabei wie unüberwindbare Barrieren. Dadurch ist es für den Luchs schwer, seinen Lebensraum auszuweiten. Langfristig können Luchse aber in Mitteleuropa nur dann überleben, wenn es mehr Luchse gibt und diese zwischen ihren Revieren wandern und sich treffen können. Wo findet man Luchse heute in Österreich? Heute findet man in Österreich Luchse vor allem in Vorarlberg, in Tirol, in Oberösterreich und in Niederösterreich. Einzelne Tiere kommen aber auch in anderen Bundesländern vor. Aber nicht nur der fehlende Lebensraum ist ein Problem für die Luchse, sondern auch illegale Tötungen. In nahezu allen Regionen, in denen Luchse leben, stellt Wilderei eine massive Bedrohung dar. Je weniger Luchse es gibt, desto stärker sind die Auswirkungen. Die Gefahr, die für den Luchs durch illegale Verfolgung ausgeht, ist deshalb in Österreich besonders hoch. Schon ein einzelner Abschuss kann dazu führen, dass der Luchs in einem Gebiet wieder ausstirbt. Und eine weitere Bedrohung für den Luchs ist die genetische Inzucht. Was heißt das? Damit die Nachkommen gesund bleiben, dürfen die Eltern nicht zu nahe miteinander verwandt sein. Denn wenn es nicht genügend Luchse gibt, paaren sich immer nur schon miteinander verwandte Luchse und dies führt zu Krankheiten und langfristig dann zum Aussterben der Luchse. Aber was kann man nun tun, um dem Luchs ein Leben in unseren Wäldern zu ermöglichen? Früher wurden Luchse gejagt und ausgerottet.
Aber auch heute noch werden neu ausgesiedelte Luchse und ihre Nachkommen erschossen, vergiftet, obwohl es das streng verboten ist. Die Täter werden häufig nicht gefunden oder nicht entsprechend bestraft. Der WWF will, dass sich das ändert. Leider sind die Gebiete, in denen in Österreich Luchse leben, sehr weit voneinander entfernt. Der WWF fordert daher, dass die natürlichen Wanderwege, welche die Wildtiere schon immer verwendet haben, verbessert werden. Jetzt sind diese Wege nämlich sehr oft durch Straßen zerschnitten. Damit sich Luchse und viele andere Tiere ohne Gefahr fortbewegen können, braucht es diese Wege aber. Außerdem brauchen wir insgesamt mehr Luchse, damit sie nicht aussterben. Der WWF setzt sich dafür ein, dass Luchse in Österreich besser geschützt werden. Dafür ist es notwendig zu wissen, wo Luchse leben und wohin sie wandern. Aber vor allem müssen wir auch mit den Menschen reden. Luchs-Fachleute klären deshalb auf, wie man mit dem Luchs leben und ihn besser schützen kann. Wichtig ist, dass wir Menschen verstehen, dass der Luchs kein Konkurrent für uns ist und dass niemand vor dem Luchs Angst haben muss. Denn Luchse greifen keine Menschen an. Ganz im Gegenteil, man muss schon wirklich großes Glück haben, wenn man diese äußerst scheue Katze in freier Wildbahn einmal zu Gesicht bekommt. Was könnt ihr nun zum Schutz des Luchses beitragen? Ihr könnt zum Beispiel Projekte in eurer Schule machen, wie Plakate gestalten, ein Lied oder ein Theaterstück über Luchse schreiben und aufführen. Informiere deine Klassenkolleginnen über dieses Wunder und geheimnisvolle Wesen unserer Wälder. Wenn du mehr über den Luchs oder auch die Arbeit des WWF erfahren möchtest, dann schau auf unsere Website oder schreib uns ein E-Mail. Das war's auch schon für heute. Wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Was schau, Fossilien. Cool. Schön. Ja, das letzte Video haben wir über Fossilien und lebende Fossilien im Naturhistorischen Museum gedreht. Wenn ihr mehr über solche Fossilien wissen wollt, dann schaut euch unser letztes Video an.